Die Kinder werden immer cooler. Sie wollen sich ja voreinander nicht die Blöße geben. Sie wollen ja gegenseitig sozusagen sich übertrumpfen und cool sein. Da kann man sich nicht verletzlich zeigen. Das heißt, man flieht vor seinen eigenen Gefühlen, die man vielleicht auch hat. Dann sind die Kinder, und das ist das große Problem der heutigen Pädagogen, sie sind immer schwieriger zu unterrichten. Das heißt, Erziehung und Unterrichtbarkeit wird immer schwieriger für Kinder, weil die dir nicht mehr zuhören, weil die zu den Kindern keine Bindung haben. Hast du zu deinem Kind umgekehrt eine super gute Bindung, ist Erziehung, das machst du nebenbei, das ist überhaupt kein Problem. Und Unterrichtbarkeit genauso. Aber wenn das Kind unreif ist, weil es aufgrund von diesen traumatischen Erlebnissen sozusagen fest in dieser Unreife steckt, und dann eben nicht auf Erwachsene sich bindet, sondern auf Gleichaltrige, dann wird es sehr schwer für die Erwachsenen, weil die sind wie Störfaktoren. Wenn der Lehrer sagt, ja, ihr müsst jetzt das lernen, dann sagt sich das Kind innerlich, nee, von dir höre ich mir nichts an. Du bist ja nicht der, auf den ich mich jetzt hier sozusagen eingeschossen habe. Das heißt, wir haben es heute mit fehlgeleiteten Bindungsinstinkten zu tun. Ein Unverständnis darüber, dass Kinder diese Instinkte haben oder Bindung brauchen in unserer heutigen Gesellschaft und dass diese Instinkte immer wirken, nur sie haben sich sozusagen jetzt in die falsche Richtung orientiert beziehungsweise auch die falschen Bezugspersonen, nämlich andere Unreife, von denen kannst du nichts lernen. Das ist ja das Dilemma. Und daraus entstehen dann später auch die sogenannten Tyrannen-Opfer-Konstellationen, dass es Kinder gibt, die sind körperlich vielleicht schon stärker und aggressiver und die setzen sich gegen Schwächere durch. Ja? Und behaupten sich auf diese Art und Weise. Und wenn die anderen die Schwächeren wieder traumatisiert, das Kind des anderen, das ist dann auch verhaltensauffällig. Alle sagen, oh Gott, ein verhaltensauffälliges Kind, das ist so aggressiv, was können wir tun? Und so weiter. Alle schreien dann wieder auf, verstehen aber nicht, dass der Kontext, in dem dieses Kind sich so verhält, entscheidend ist. Daraus entsteht aber auch ein weiteres Problem, nämlich Drogenkonsum, Alkoholismus, Pornografie, Gaming und gerade jetzt zu beobachten, verfrühte Sexualität, gerade auch bei Mädchen, in Kombination mit entsprechend sexueller Perversion. Und die digitalen Medien haben dazu enorm beigetragen, dass nicht nur der Pornokonsum gestiegen ist, sondern dass eben auch die Kinder sich gegenseitig mit Abartigkeit und Perversionen und wer am besten mit wem schon was rumgemacht hat oder wer ganz viel Alkohol konsumieren kann und kiffen kann und so weiter, sich gegenseitig übertrumpfen. Oder schlimmer noch, wenn Kinder sich gegenseitig verprügeln, das filmen und ins Internet stellen. Ja? Das sind alles so Auswüchse von dieser Subkultur, von dieser unreifen Kinder- und Jugendkultur, die infolge von dieser gleichaltrigen Orientierung entstanden ist, die wieder nur die Folge von Bindungslosigkeit entstanden ist, die wiederum nur die Folge von frühkindlichen traumatischen Erlebnissen ist. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.